Eigentlich ist es ein unfaires, ungleiches Duell zwischen dem Elfmeterschützen und dem Torwart. Dabei muss der Schütze den Ball aus einer relativ kurzen Distanz von 11 Metern in ein vergleichsweise riesiges Rechteck schießen. Genauer gesagt 7,32 Meter mal 2,44 Meter. Aber warum versagen immer wieder Spieler vom Elfmeterpunkt, die im Training den Ball wieder und wieder zielsicher ins Tor befördern? Nun, es ist Kopfsache. Ich bin Christian Jerschke von Athletes Mind Tuning und in diesem Video nehme ich das Phänomen einmal unter die Lupe und zeige ein paar Strategien, wie Schützen ihre Trefferquote verbessern können. Übrigens, die gleichen Strategien lassen sich auch in fast allen anderen Sportarten einsetzen. Traditionell als legendär schlechte Elfmeterschützen gelten die Engländer. Ich glaube, das Nationalteam trat in seiner Geschichte 6-mal an und nur ein einziges Mal gingen die Engländer dabei als Sieger vom Platz. Ebenfalls legendär ist das Halbfinale der Niederlande gegen Italien bei der EM 2000. Vor eigenem Publikum verschossen die Holländer unglaubliche 5 von 6 Elfmetern. Deutsche Mannschaften sind dagegen traditionell treffsicherer, aber auch nicht unfehlbar, wie das EM-Viertelfinale 2016 gegen Italien gezeigt hat. Aber warum versagen immer wieder Elfmeterschützen, die im Training den Ball ohne Probleme zielsicher im Tor versenken? Die erforderliche Schusstechnik, so sind sich die Experten einig, haben all diese Spieler. Den Grund vermuten die Forscher dagegen im großen Druck, der auf den Schultern der Schützen lastet. Und dann kommt der Carpenter-Effekt zum Tragen. Er besagt, jede Vorstellung einer Bewegung bewirkt eine Reaktion in den dazugehörigen Muskeln. Ich ergänze, der Kern jeder Vorstellung sind Gedanken. Ja, und hinzu kommt noch ein Effekt, den du vermutlich auch gut kennst, die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Das eigene Denken und die eigene Einstellung erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Gedanken sich realisieren. Wenn man zum Elfmeterpunkt läuft und denkt, hoffentlich verschieße ich nicht, ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wurde etwa der Sportpsychologe Martin Meichelbeck nach dem Elfmeterdrama zwischen England und Italien 2012 im Tagesspiegel zitiert. Die spannende Frage lautet, kann man Elfmeter üben? Paul Breitner sagt, sowas kannst du nicht trainieren. Franz Beckenbauer hält dagegen und sagt, natürlich kann man das trainieren. Ich schließe mich dem Leipziger Psychologen Georg Fröse an, der vor einigen Jahren seine Doktorarbeit über Erfolg und Misserfolg beim Elfmeterschuss geschrieben hat. Und der sagt, ich bin fest überzeugt, dass es möglich ist, mit gezieltem Training die Trefferquote beim Elfmeter zu erhöhen. Eine entscheidende Rolle beim Elfmeter spielt die Körpersprache. Das fanden auch Wissenschaftler der Deutschen Sporthochschule in Köln und der Universität Heidelberg in einer Studie heraus, die 2013 veröffentlicht wurde. Siegesgewisse Elfmeterschützen erkennt man demnach daran, sie stehen mit aufrechtem Oberkörper und breiter Brust da. Mit dieser Körperhaltung signalisieren sie dem Torwart, ich werde treffen und du wirst den Ball nicht halten. Dieses Signal wirkt aber nicht nur auf den Torwart, sondern auch auf den Schützen selbst und stärkt das Selbstvertrauen. Anders sieht das bei denjenigen aus, die eher mit einer gebückten Haltung, ja, mit gebeugtem Kopf, nach oben gezogenen Schultern auftreten. Das signalisiert dem Torwart und ihnen selbst Unsicherheit. Wer seine Treffsicherheit verbessern will, für den habe ich zwei Empfehlungen. Erstens, adaptiere die Physiologie der Sieger. Kurz und knapp heißt das etwa aufrechter Oberkörper, Kopf hoch, das Kinn gestreckt halten. Augen nach vorne auf das Tor richten. Schultern zurücknehmen. Zweitens, bringe dich vor dem Schuss in einen Peak State, in dem du dir vorstellst, wie der Ball sicher im Netz landet. Das kannst du noch verstärken, indem du dich vorher daran erinnerst, wie du einen Elfmeter in einem anderen Spiel oder im Training klar verwandelt hast. Natürlich gibt es noch viel mehr mentale Strategien und Techniken, mit denen man das Elfmeterschießen verbessern kann. Aber das würde den Rahmen dieses Videos sprengen und ist eher etwas für ein individuelles Einzelcoaching. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du auf den Facebook-Like-Button klickst oder den Blog mit anderen teilst. Natürlich interessiert mich auch deine Meinung zu der Frage, kann man Elfmeter trainieren? Vielleicht hast du auch noch eine ganz eigene Strategie für den Killer-Elfmeter. Nutze die Gelegenheit zu einem kurzen Kommentar. Falls du das Video irgendwo anders gesehen hast als auf meiner Website athletesmind.de, dann empfehle ich dir, da vorbeizuschauen, denn dort findest du viele weitere interessante Videos und Informationen rund um das Thema Mentaltraining. Tja, und da bleibt mir nur, dir wie immer zu wünschen, beste mentale Stärke im Training und Wettkampf, dein Christian Jerschke.